Willkommen zurück zu Planet Zoo. Haben jetzt genug Platz? Gehege, Platz ist okay, stabiler Rückzugsort. Ja, halt immer noch zu klein. Oder zu voll. Aha, okay. Einmal ganz kurz Stopp machen. Soziale Gruppe. So viele erwachsene Tiere. Das kriegen wir doch hin. Was sind denn das? Erdferkel. Boah, Erdferkel. Ach, Art. So viele erwachsene Tiere. Brauchen die zwei Männchen? Ein Männchen, ein Weibchen. Okay, dann müssen wir erstmal ein paar loswerden. Du bist höher. Du kommst weg. Du kommst weg. Du bist krank. Dann wirst du erstmal, freigelassen. Du bist krank. Verhütungsmittel, du bist krank, du kommst in Quarantäne. Schildis fühlen sich wohl. Denen geht's gut. Euch? Was fehlt euch denn? Sauberkeit. Ah, das müssen wir auch noch machen. Qualität der Mahlzeit. Sauberkeit. Was fehlt denn an Gelände? Oh. Gelände. Mehr kurzes Gras. Hier in dem Bereich kurzes Gras. Und hier langes Gras. Und ein stabiler Rückzugsort. Können wir den denn hinzimmern? Ich habe eine Idee. Ja, es hat ein bisschen Baulasi, aber so ist das Spiel. Bewegen. Blockiert. Blockiert. Dann machen wir das nämlich zentral hier hin. Und im Gehege wird ein kleiner Ort gebaut. Ja, du bist ein bisschen dolle klein. Jetzt aber ich will ein Stück flacher haben. Genau. So. Hier schön in die Ecke rein. Und so. Zack. Gut, dann haben die noch einen stabilen Rückzugsort. Hat das schon Auswirkungen? Dann geht es jetzt schon wesentlich besser. Wohlbefinden. Sauberkeit. In 14 Monaten kommt der Inspektor. Ja. Okay. Geht's denn jetzt besser? Eine Gruppe. Viele erwachsene Tiere in der Gruppe. Kein stabiler Rückzugsort. Dann halten wir nochmal an. Wir machen das ganz einfach. Stabilen Rückzugsort. Oh, setzen wir den schön hier hin. Was haben wir denn hier Feines? Der sieht doch gut aus. Der wurde echt schlampig geführt hier dazu. Hier vorne noch ein paar im Schatten.
Aber dann machen wir die Erdferkel. Dünnen wir noch ein bisschen aus. Die kann ich nicht freilassen. Ist trächtig. Und tschüss. Wenn ich jetzt hier in dem Gehege Klettermöglichkeiten baue, ändert das was? Das ist schon groß. Werden die dadurch glücklicher? Oh, ja. Stabilen Rückzugsort noch hin. Irgendwo hinbauen. Oh, hier ist ein großes Ding. Wie ist mal so die Frage, kann ich den nicht hier oben auch draufsetzen? Gucken wir gleich mal. Mal sagen, hey. Dahin. Wie bewegen wir hier hin? Weiß gar nicht, kommen die denn, wenn ich jetzt da jetzt hier einen Rückzugsort habe? Nehmen wir mal. Ich. Du bist allzu fett. Baue jetzt hier oben einen Rückzugsort an. Geht das? Nicht schön, aber. Das schon? Ja, das reicht denn schon. Vorrang. Pausenraum. Bauen wir noch einen zweiten. Dann bauen wir noch einen zweiten. Okay, machen wir ganz kurz wieder Pause. Und kein Geldautomaten. Lässt sich doch einrichten. Kein Geldautomat. Gästespawner. Da. Hier. Geldautomat 1. Ihr wollt Geldautomat? Ihr kommt vom Kacken Geld holen. Ja. Ich wollte ja das noch einen zweiten Pausenraum bauen. Mitarbeiterzufriedenheit. Gebäude. Einrichtung, Mitarbeitereinrichtung. Nur da und da. Habe ich hier noch Platz für einen Pausenraum? Irgendwie? Hier sind Toiletten. So schön wie der Zoo ist, so verbaut ist er leider auch. Hier kann ich noch ein Gehege pflanzen. Eigentlich ist der Mitarbeiterraum hier auch extrem voll. Gebäude. Mitarbeiter.
Werkstoffbedarf hoch. Teleforschung, Tier, Werkstatt. Ja. Aber. Du bist Mitarbeiterraum. Ja, genau. Leer. Aktiver Vorteil, leer. Uhu. Kuckuck. Die Richtung hat Strom. Meinung, ich baue noch einen zweiten. Oder auch nicht. Gut. Mehrere Tiere leiden. Ah, stimmt. Was haben wir denn? Das passt. Soziale Gruppe. Gruppe ist zu groß. Riesenbockkäfer. Der Riesenbockkäfer. Oh. Na, dann sortieren wir nochmal aus. Weg. Weg, weg. Weg, weg. Die Männchen sind aber echt hart vertreten. Wenn ich jetzt nur die goldenen lasse. Ich, dich, dich. Sauberkeit. Ich vermehre die sowieso wie die Willen. Sehr schön. Hier ist gestresst. Was habt ihr denn für Probleme? Hier waren ja die Giraffen. Kriegen wir hier nicht irgendwie. Hallo, ich möchte gern in dieses Gebäude. Danke. Ich muss unbedingt noch. Auswahl. Dann machen wir. Noch da eh durchlatschen. Und ein Doppel davon. Nee, der muss auch schon gleich aussehen. Nee, doch nicht. Doch nicht. Das gefällt mir nicht. Oh, bisschen dolle groß. Auch sehr groß. Sind diese Dinger nicht in kleiner? Igen? Vorrang. Keiner reicht mal mit ab. Da haben wir schon. Danke. Es tut gut, nicht mehr ständig dem Lärm dieser Demonstranten ausgesetzt zu sein. Hätte mich ja weniger gestört, wenn sie Eintritt bezahlt hätten. Und trotz dieser Verluste höre ich von der Buchhaltung, dass du die Gewinnprognose erfüllt hast. Gute Nachricht. Du wirst diesen Monat bezahlt werden. Du bist ein Arsch. Krankes Tier entdeckt. Ab in Quarantänebereich. So, was sind die nächsten Aufgaben? Gesamtwohlbefinden um 80%, ja. 14 Tierarten, 8 haben wir. Dann haben wir das auch schon. Okay.
Gut. Er fordert meine Aufmerksamkeit. Kein erreichbaren Teamraum. Okay. Dann müssen wir uns hier noch im Teamraum irgendwo hinsetzen. Wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Teamraum. Einrichtung. Mitarbeitereinrichtung. Ein Teamraum. Nehmen wir dich. Okay, machen wir hier hin. Hier sind Mitarbeitereinrichtungen. Kann man den hier draufsetzen? Da. Terrainbearbeitung fehlgeschlagen. Okay. Hier gehen ja Gäste lang, wenn ich das richtig sehe. Sie denn da lang? Wird eine harte Nummer. Wo bauen wir jetzt noch einen Teamraum hin? So, negativen Einfluss. Der relativ klein. Komm her. Ah, zu hoch. Nicht hübsch, aber zweckmäßig. Wie sieht's aus mit Strom hier? Ah, da. Kann man da nicht noch... Oh? Spitzen bauen? Da muss ich dazu in Gehege. Jetzt wird oder eine Plattform setzen. Naja, okay. Jetzt nicht. Das bauen wir vielleicht noch um, weil wir brauchen jetzt erstmal ein Teamraum. Gut. Dann kümmern wir uns mal um die Arbeitsbereiche. Weg, 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 weg. Neuen Arbeitsbereich. Jetzt machen wir erstmal Gehege 10. Gehege 10 war doch diese die Tüpfelhygiene. Tüpfelhygiene. Hygiene. Machen wir trotzdem erstmal Pause. Sehr schön. Tüpfelhygiene. Hier war Elefanten. Arbeitsbereich. Afrikanischer Elefant. Elefant.
Giraffe ist hier. Giraffe. Zebra und Springbok, glaube ich, ne? Nayala. Okay. Alles klar. Zebra. Und Nayala. Sehr schön. Schildkröte. Nee. Das ist die Schildkröte. Schildkröte. Dann haben wir hier das... Ja, Warzenschwein. Warzenschwein ist hier. Genau, das Warzenschwein. Warzenschwein. Habe ich. Hier. Hier haben wir Mandrill, ne? Mandrill, genau. So. Mandrill. Perfekt. Und hier ist das Erdbeerkel. Noch Erdferkel. Erdferkel. Habe ich. Giraffen habe ich. Ich habe ich. Müsste jetzt eigentlich Arbeitsbereiche. Alle davon haben. So, da brauchen wir nochmal die Versorgung. Zack, zack. Die machen wir nicht separat. Zum Glück haben die nicht allzu viele Laufwege hier. Nee, das nehmen wir noch. Dass sich der Kollege darüber guckt. So ein Geldautomat. Sonst noch irgendwas? Nee, das sind Verkaufsräume. Das auch. Na, Damm. Hier ist noch was. Hier forschen wir auch bald Windkraft, aber ansonsten müssten wir ja eigentlich alles haben. Genau, wenn ich füge mal das noch ein. Den ich gleich hier umbenennen kann. Das ist Versorgung. Gut, neuer Arbeitsbereich. Um die Vivarien kümmert sich einer separat. Ja, weil ich garantiert noch welche zusetzen werde. Der soll sich dann nur darum kümmern. Und halt einer noch um die Geschäfte. Vivarien. Gut. Und Geschäft und Mitarbeiter. Haben wir jetzt noch was, was nicht ist? Genau. Geschäfte und Mitarbeiter. So, wie viel Pflege haben wir denn? Gut. Da die Bereiche hier sehr nebeneinander liegen, Schildkröte und Warzenschwein kann einer machen. Du kannst aber nur einen zu
Schildkröte. Warzenschwein. Hyäne. Elefant. Giraffe. Stellen wir nochmal drei Tierpfleger ein. Eins. Zwei. Drei. Dann haben wir acht. Giraffe, Zebra. Dann haben wir hier, was fehlt noch? Mandrill. Er hat Ferkel. So, Schildkröte haben. Tüpfelhyäne haben wir. Elefant haben wir nicht. Sehr schön. Techniker. Ach, ich brauche noch, einen Tierpfleger. Zack. Ein Arbeitsbereich. Umas, die Vivarien. Okay. Arbeitsbereich Geschäfts- und Mitarbeiter. Noch so viele. Versorgung, ganz wichtig. Da muss auch noch ganz, ganz viele von einstellen. Mhm. Der ist erstmal frei, weil zu viele Mitarbeiter will ich jetzt auch nicht haben. Moment. Wir machen zum Putzen, machen wir. Eins, zwei. Drei. Putzbereich 1. Putzbereich 1. Eins. Zwei, drei, Putzbereich 2. Ups. Putzbereich 2. Sehr schön. Wohl. Er kann auch das hier mit putzen. Gut, das Putzbereich 3. Putzbereich 3. 3, ja. Gut. Bearbeiten. Dass er da immer überall einmal lang läuft. Das, das, das. Genau. Und Putzbereich 2. Das, 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 das. Das. Das und das. Gut, Mitarbeiter. Eins. 2 und 3. Ich hoffe, das funktioniert so. Verkäufer. Habe ich etliche von. 4 von 4. Gut. Dann sollte das ja soweit alles hinhauen. Oh, keine Meldung mehr. Die Äffchen haben Platz. Gut. Yeah. Nimm ein... Wo? Was ist entkommen? Was stimmt mit dir nicht? Rechtdachs. Gehege. Was für ein Zaun ist das, der hier?
Kleiner Schlawiner. Ein Grizzlybär, da muss man erstmal ein Gehege für bauen. Der Grizzly kommt auf einer eigenen Insel. Hierhin. Hierhin kommt der Grizzlybär. Aber da bauen wir erstmal einen Weg. Den Weg nehmen wir. Passt nicht. Ein Meter. Machen wir erstmal so. Gut. Dann bauen wir jetzt erstmal ein Grizzly-Gehege rein. Haben wir Grizzlies im Angebot? Im Tierhandel. Hygiene. Alle Filter zurücksetzen. Einen Grizzlybären. Ja, haben wir. Du bist teuer. Aber nicht schlimm. Und ich überlasse den Grizzlybären nichts im Zufall hier. Ist viel Müll vorhanden. Oh. Da sind hier auch keine Mülleimer, aber der Kollege putzt ja schon fleißig. Er hat seine Gebiete. Ein blauer Mülleimer. Dahin. Dahin. Ansonsten geht's ja eigentlich. Hier muss noch ein Mülleimer hin. Hier, Schweine. Warte, Nachwuchs. Kann ich jetzt mein Grizzly-Gehege weiterbauen? Dankeschön. Wohlbefinden. Okay. Dann bauen wir jetzt ein Grizzly-Gehege. Kann ein Grizzly klettern? Ich weiß es nicht. Grizzly. Ich glaube, der kann so ein bisschen klettern. Ich glaube, der ist ein 57. Kletterschutz. Mindestens 2 Meter. Na denn? Nicht erklimmbar. Widerstand 6 Beton. Nicht der Klimmer, Widerstand 5. Ja, geht hier nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, aber. Machen wir mal ein bisschen kürzer. Noch kürzer. Erdwecke kommen wir gleich zu. Gut. Und hier setzen wir Fenster rein. Rest wird dann mit. Gut, auch Licht. Ah. Oh. Jetzt Licht da. Ne, der. Ob der da hochkommt, ich weiß es nicht. Wir werden es testen. Nein. Haus. Beton mit Fenster. Gut.
Hecke. Leute. Das sollten wir weitaus kürzer machen. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Nein, aus. Beton. Mal drehen. Dann wieder ohne. Bisschen weniger noch. Noch weniger. Kostet uns jetzt das ganze Gehege einmal ringsrum und dann geht aber gut. Niedrigem Wohlbefinden. Was habt ihr denn? Die wollen sich verstecken. Moment, Moment, Moment. Dann machen wir das anders. Die wollen sich also richtig verstecken. Kommt das in die Tonne? Dann holen wir nämlich die anderen Dinger. So groß. Die sind sehr groß. Und die gibt es doch noch anders. Reicht für die. Dann machen wir das nämlich. Ganz so weit. Auch sehr hoch. Ich möchte etwas flacher haben. Nee, länglich, länglich. Cool. Hier können sie sich schön verstecken. Dahin. Und deutsche Gründlichkeit. Jetzt sollten sie sich besser verstecken können. Spielzeugbeschäftigung. Ball? Also, was spielen sie denn so gerne? Das mögen sie nicht. Schneeball? Mögen sie auch nicht. Die Beschäftigung. Der Kreisel ist zu groß. Guck mal. Der Grizzly kommt hier nicht hoch. Sonst muss ich Mauern setzen. Dann holen wir uns mal einen Grizzly. Oder mehrere. Oh, Warnung. Hier Warnung. Gefährliche Kämpfe um Alpha.
Was ist das? Hackfleisch? Die brauchen doch hier, die brauchen doch diese Futterschalen. Fleisch klein. Ach, ein Wasserschalen. Revierkämpfe. Der kackt hier fröhlich vor sich hin. Ich möchte einfach nur um einen Alpha. Ey, raus aus dem Baummenü bitte, danke. Ich möchte einfach nur dieses... Dahin möchte ich. Barriere. Techniker anfordern. Du bist weiblich. So, meine Hyänen. Hyänen. Ja, du bist Alpha. Das Alpha-Weibchen. Na denn? Ich kann dich nicht freilassen. Gerettet. Ich möchte dich aber nicht freilassen, weil du bist Gold. Schicken wir dich mal dahin. Ja. Super. Ich wollte ja Grizzlies holen. Das war ja mein Auftrag. Grizzlies, wo seid ihr? Kann ich mir nicht... Kann mir nur so... Nummer zwei. Aufnehmen. Aufnehmen. Zack. An Zoo senden. Ich sollte noch eine Tür einbauen. Ich glaube, das wäre von Vorteil. Ich glaube nur so ein bisschen. Gehege. Senden. Tada! Ich werde einen niedrigen Bull finden. Es kann sich doch verstecken. Warte mal. Kann ich eigentlich blickdichte Scheiben bauen? Erforscht. Blickdichte Scheiben. Oh. Erdfecke ist gestresst. Nicht mehr. Sauberkeit. Ein Tierpfleger hier? Habe ich doch zugewiesen. Erdperkel. Wir brauchen Warzenschwein. Ist doch einer. Fordert, weil er einmal Warzenschweine sauber machen muss. Stimmt mit dir nicht. Hier. Einmal kurz auf. Mein krankes Tier entdeckt. Ach du. Erstmal Quarantänezone. Genau. So. Gut, erstmal das Terrain. Sand ist zu viel. Brauchen mehr Gras kurz. Terrain. Gras kurz. Einmal Bären bitte aufmachen. Oh.
Den schon. Genau. Gut. Wo haben wir denn? Wir müssen Sand entfernen. Gelände. Sehr schön. Einen stabilen Rückzugsort. Da. Mal 8 mal 4. Mal hin. Sieht sie keiner. Ach, dieses Rückzugsort. Und wie leben sie denn? Grizzly. Geht das auch? Ist es nicht G? Ja, Grizzly Bär. Geht, glaube ich, für alle Tiere. Und zwei große. Wieder Rückzugsort haben sie. Happa Happa brauchen sie noch. Happa Happa. Grizzlies. Einmal dahin und einmal Wasser. Wasserschüssel klein, Wasserschüssel groß. Vor allem klein. Wasserdruck groß. Ich glaube, ich weiß, was wir noch gebrauchen können. Wo ist es? Wo ist es? Das ist Planschen auch. Ein Planschbecken. Ah, nehmen wir zwei rein. Haben sie, haben sie, haben sie. Ist ihnen das zu warm? Wikipedia. 28 Grad. Ja, dann brauchen sie eine Klimaanlage noch. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Bis denn. Ciao.